Ich habe schon ziemlich viel Zeit damit verbracht, nach einem perfekten Notebook zu suchen. Aber was definiert überhaupt das perfekte Notebook? Kann es so etwas wie das perfekte Notebook denn überhaupt geben, wenn denn unsere Erwartungen an ein solches Gerät so unterschiedlich sind? Für mich selbst habe ich das perfekte Notebook folgendermaßen definiert. Es ist kompakt, bietet eine lange Akkulaufzeit, eine gute Performance, die für mobile Bild- und Videobearbeitung geeignet ist, aber auch für das eine oder andere Spiel und selbstverständlich ein schönes Design hat. Kompakt definiere ich ungefähr mit dem 13 Zoll Formfaktor. Und wenn ich dann in irgendein Geschäft gehe und einen Laptop kaufen möchte, dann beginne ich bereits über Kompromisse nachzudenken. Nehme ich ein größeres Notebook für mehr Performance oder verzichte ich zugunsten der Akkulaufzeit auf eine dedizierte Grafikkarte? Oder erlaubt mir mein Budget schlichtweg nicht, eine komplett freie Entscheidung zu treffen? Viele Nutzer hören hier bereits mit der Suche auf. Sie setzen sich ein Budget und wenn dieses ungefähr auf ein MacBook Pro passt, dann kaufen sie sich eben dieses. Aber was, wenn ich euch erzähle, ihr könnt das beste Notebook auf dem Markt für das Geld eines MacBook Pro kaufen? Und dieser Laptop stammt von Huawei. Der chinesische Hersteller hat sich erst vor wenigen Jahren einen Namen im Smartphone-Markt gemacht. Und Computer baut man bei Huawei erst seit 1,5 Jahren. Dennoch hat Huawei mit dem neuen MateBook X Pro den mit Abstand besten Laptop gebaut, den ihr aktuell kaufen könnt. Und angesichts der Hardware, die euch Apple für Pro-Kunden verkauft, bekommt ihr bei Huawei auch wesentlich mehr für euer Geld. Das Huawei MateBook X Pro kommt zudem auch deutlich näher an die oben genannten Kriterien an ein perfektes Notebook ran als der Konkurrent von Apple. Fangen wir mal beim Äußeren an. Das MateBook X Pro bedient sich ganz klar der Designsprache von Apple. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Man ging sogar so weit und hat die Farbe Space Gray von den MacBooks abgekupfert. Huawei ist dafür bekannt, Apple immer wieder zu kopieren. Beim Laptop ist das aber nicht zwingend etwas Schlechtes. Das MateBook X Pro ist großartig verarbeitet, sieht wirklich schön aus und bietet so gut wie alle Anschlüsse, die man heute und in Zukunft brauchen könnte. Etwas, das man von Apple nicht behaupten kann. Mit ein Grund für das schöne Äußere des Huawei Notebooks ist natürlich das Full View Display. Mit einer Diagonale von 13,9 Zoll hat es ein größeres Display als herkömmliche 13,3 Zoll Notebooks. Es ist aber dennoch kleiner als das MacBook Pro oder auch der Surface Laptop, obwohl es ein größeres Display hat. Das liegt daran, dass Huawei den Rahmen rund um das Display praktisch vollständig entfernt hat und so liegt das Verhältnis zwischen Display und Gehäuse bei 91%. Selbst das iPhone X hat da nur einen Wert von 82% erreicht. Huawei verbaut zudem ein Panel mit 3:2 Seitenverhältnis, wie man es bereits von den Surface-Geräten von Microsoft kennt. Technisch kann man beim Display schlichtweg nichts kritisieren. Es verfügt über eine hohe Auflösung, die Farbdarstellung ist exzellent und die Blickwinkel natürlich auch. Überraschend gut ist auch die Helligkeit, welche sogar höher ist als beim bereits wirklich guten Surface-Laptop. Das Huawei MateBook X Pro könnt ihr problemlos draußen und auch im direkten Sonnenlicht verwenden. Bei der Tastatur orientiert sich Huawei beim MateBook X Pro ebenfalls bei Apple und verbaut eine Einheit mit besonders kurzem Tastenhub und sehr weichem Feedback. Man gewöhnt sich schnell an den niedrigen Hub und kann auf dem Notebook über längere Zeit problemlos tippen. Aber wer einen höheren Tastenhub zwingend beim Ultrabook wünscht, der muss sich bei Microsoft und HP umsehen. Das Touchpad ist dafür exzellent und auf einer Stufe mit Microsoft Surface Geräten. Leistungstechnisch liegt das Huawei MateBook X Pro zwischen 13 und 15 Zoll Notebooks und das obwohl der Formfaktor des Geräts viel eher bei den kompakten Geräten angesiedelt ist. Das liegt daran, dass Huawei MateBook X Pro einen Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation sowie eine dedizierte Nvidia GeForce MX150 Grafikkarte verbaut sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Je nach Variante gibt es optional auch einen Intel Core i7 Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher. Herkömmliche Ultrabooks wie das Dell XPS 13, der Surface Laptop, das MacBook Pro und andere 13 Zoll Laptops hängt es aufgrund der deutlich stärkeren Grafikleistung problemlos ab. Somit ist es für mobile Videobearbeitung und Bildbearbeitung wirklich gut geeignet. Selbst Gaming ist damit auf dem Huawei MateBook X Pro noch möglich. Ein Game wie GTA 5 könnt ihr darauf bei HD-Auflösung mit mittleren Einstellungen spielen. Wer darauf professionell Videos bearbeiten will, sollte allerdings doch zur teuren Variante mit 16 GB Arbeitsspeicher greifen. Trotz der deutlich besseren Performance im Vergleich zu Notebooks vergleichbarer Größe hat Huawei es geschafft, einen enormen Akku zu verbauen. Der Hersteller verspricht 12 Stunden, allerdings könnt ihr hier eher mit etwas mehr als 9 Stunden bei alltäglicher Nutzung rechnen. Unter Last, beispielsweise bei Videobearbeitung, sind etwa 5 bis 6 Stunden drin. Diese Kombination aus beeindruckender Performance, einem schönen Design und einer tollen Akkulaufzeit macht das Huawei MateBook X Pro zum besten Laptop auf dem Markt. Ist es ein perfektes Notebook? Das würde ich noch nicht ganz behaupten. Denn ein Notebook im Jahr 2018 darf auch gerne mal ein Convertible sein mit Stiftunterstützung. Der größte und einzige Kompromiss beim Huawei MateBook X Pro ist allerdings nicht das, sondern die Kamera. Huawei musste die irgendwo unterbringen und im Display war einfach kein Platz. Also hat man die zwischen der F6 und F7 Taste in die Tastatur verbaut.
drückt man die Kamerataste, poppt eine kleine Linse auf und man kann diese benutzen. Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Kamera zu steil nach oben filmt. Wenn ihr die Tastatur benutzt, sind eure Finger zudem während eines Videotelefonats im Weg. Zugleich ist die Qualität der Kamera ziemlich schwach, wobei wir angesichts dieser Positionierung nicht wissen, ob das eher eine gute oder eine schlechte Sache ist. Man kann die ganze Sache allerdings auch positiv sehen. Ihr müsst die Kamera für mehr Privatsphäre nicht mehr mit einem Post-it überkleben. Und wenn ihr ohnehin selten bis nie Videogespräche führt, dann wird euch das gar nicht weiter stören. Und auch deshalb ist das Huawei MateBook X Pro vielleicht nicht ganz das perfekte Notebook. Aber es ist wirklich verdammt gut. Insgesamt macht es die kluge Kombination aus Hardware, Performance und Akkulaufzeit zum besten Notebook auf dem Markt.